Da sind wir wieder bei Let's Play Zelda und wir suchen das Master Schwert. Wer ist denn da? Unser Freund. Ah, ich glaube, das war unser Freund, der Dieb. Lieber weg hier. Der klaut uns sonst unsere hart verdienten Rubine. Oh, das Master Schwert. Ja. Oh, doch nicht. Naja. Ich wusste es ja, aber es war trotzdem ein Gag mehr. So, dann geht's einmal hier hoch. Wo sind wir denn hier? Was steht denn da? Wollen wir erstmal lesen, was denn hier steht. So. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Tun wir? Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter, sind wir. So, dann versuchen wir das mal. Epic-Modus an. Das Master Schwert. Mag, ich bin es, Sahasrara. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Master Schwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Ja, sehr schön, dass du uns vertraust. Die Frage ist nur, was ist jetzt der nächste Part? Was machen wir jetzt? Mark, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah! Okay, dann gehen wir mal zur Kathedrale zurück. Wir müssen unsere Zelda hier retten. Uiuiui! Der hat uns jetzt aber überrascht. Den Pilz hier nehmen wir natürlich mit. Dieser Pilz duftet nach süßen verfaulten Früchten. Sehr lecker. Den werden wir auf jeden Fall später brauchen. Dann einmal hier runter. Wo sind wir denn hier gelandet? Ein Geheimversteck. Ein Herzcontainer, den nehmen wir uns doch mit. Wo geht's hier lang? Oh, Kanove. Hey du, was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir noch was sagen? Ein früheres Mitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Ah ja. Sehr schön. Sind wir hier? Ich glaube, hier geht's raus, oder? Ja, sehr schön. Schnell zur Kathedrale. Und dabei nicht drauf gehen. Das Master Schwert ist ja garantiert auf jeden Fall Excalibur. Das Schwert im Stein, das muss ja irgendwo herkommen, so. Das haben die auf jeden Fall von Merlin. So. Oh, Mark, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda, die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Oh nein. Wo ist er hin? Ist er tot? Scheint so. Aber man weiß es nicht, weil es hat ja sich so angehört, als ob er weggebeamt wurde. Wer es kennt, das Beamgeräusch. Wo ist denn unser... wir speichern einfach mal kurz und gehen zu meinem Haus. Hier sind auch genau die richtige Anzahl von Herzen drin.
Jo, auf zu Zelda. Schauen wir doch mal hier oben rein. Oh, da sind wir wieder. Okay. Und da sind wir schon im Innenhof. Hier wirft einer Böhmchen nach uns. Sehr nett. Muss ich schon sagen. Weg mit euch. Schande. So. Ach ja, wir können ja mit unserem Schwert. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Fast vergessen. Und ihr wisst's noch aus dem ersten Part. Hier oben, das Vieh. Unser Master Schwert kann da natürlich rein. Gibt es hier irgendwie ein geheimes Secret oder ist es nur die Kammer? Scheint nur die Kammer zu sein. Okay, weiter. Oh, den holen wir uns. Das sind doch die. Die kenne ich doch irgendwo her. Ja. Oh. Komm, geh endlich drauf. Dankeschön. Wir müssen unsere Prinzessin retten. Weg mit euch. Hier haben wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Ja, einen Schlüssel. Weiter geht's. Nach oben. Was ist denn hier los? Hier sieht man ja mal so überhaupt nichts. Ganz schön finster hier. Ich nehme mal die Lampe zur Hilfe. Da sehen wir doch schon ein bisschen mehr. Ja. Freundchen, Freundchen. Da weg mit dir. Ist ein Glück auf dem Schädel. Oh, wo ist das hier so? So, passiert hier irgendwas, wenn wir alle gleichzeitig anmachen? Nö. Okay, einmal hier lang. Ein Schlüssel, sehr schön. Was haben wir denn hier unten? Hier. Unten war noch so ein Stein. So einen, den man verschieben kann. Was ist da jetzt passiert? Das weiß ich tatsächlich mal nicht mehr. Erstmal Licht machen hier. Ich gehe mal da raus. Okay. Seltsam.
Sehr seltsam. Was ist da denn jetzt passiert? Wenn ihr es wisst, dann sagt mir bitte auf jeden Fall Bescheid, weil ich habe keinen Plan. Ah doch, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Obwohl, nee. Keine Ahnung. Weg mit euch. Und in den nächsten Stock. Das ist sehr schön. Oh, da ist wieder einer. Die haben wir auch. Erstmal ein bisschen Licht machen. So düster hier. So. Wir können keine Strahlen mehr verschießen. Schade. Was machen wir denn jetzt? Eieiei. Den holen wir uns von hinten. Eieiei. Ich glaube, unsere Feen haben wir noch. Ja. Passiert nichts. Okay. Weg mit euch. Eieiei, die sind schon ein bisschen stärker als die anderen Wachen. Hör gut zu, Mark. Selbst mit dem Masterschwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Okay, wir können es versuchen. Jetzt könnten wir ein paar Herzen brauchen oder ein paar Äpfel. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Jetzt kriegen wir doch so einige Sachen. Sehr schön. Wo ist denn unser böser Arganim? Oje, hol dir die Fee, schnell. Ist da eine Fee rausgekommen einfach? Ja. Gut für uns. Ja, da hat man schon wieder. Da ist es schon wieder vorbei, der Spaß. Oh nee, das muss jetzt nicht sein. Das musste jetzt sein. Naja, wir haben ja auch noch unseren Pfeil. Ja,
Das war mal mega fail. Mein Ernst? Okay, er ist auch runtergehüpft. Ein halbes Herz. Wir gehen mit einem halben Herz zum Boss rein. Wenn das mal nicht lustig wird. Speichere hier mal. Oh lala, Mark, schön, dass du hier bist. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut, aber nicht mehr lange, Kleiner. Nein, unsere Zelda. Was macht ihr mit unserer Zelda? Na bitte, damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Hahaha. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn hahaha, die goldene Macht ist mein. Nö, ist sie nicht. Komm her, Freundchen. Da kriegst du deine eigenen Spaß zurück. Komm her. Viel Spaß damit. Jo. Oh, jetzt sollten wir weg. Ja, wer kennt's nicht? Sein Blitz. Der ist eigentlich ganz leicht zu besiegen. Aber nicht mit einem halben Herz. Da hat er uns die Garre ausgemacht. Zum Glück haben wir unsere Fee dabei. Komm her. Ja. Ja, Aganim. Oh, möchtest du ein bisschen angeben? Ja. So sind sie, die Bösen. Immer große Reden schwingen und am Ende sind sie dann hinüber. Weg mit dir. Sie ist ja da unten. Ja, was Besseres hat er uns nicht zu bieten. Ach, Aghanim. Komm her. Zeig mal, was du so kannst. Oh lala, das war einen Helden würdig, aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention, ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen. Ha. Stirb. Oh. Jetzt hat er uns wirklich in die Schattenwelt geschickt. Mark, kannst du mich hören? Ich bin der Sazrala, der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, das war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du sieben Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der sieben Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen können. Sie werden in den Verliesen
der Schattenwelt festgehalten. Geh zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung für uns. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes, bitte. Wir versuchen's. Und was uns in dieser Schattenwelt erwartet, sehen wir im nächsten Park. Also, liken, abonnieren, Glocke aktivieren.